Herzlich willkommen zu Unterwegs in der SO 18 zum Kristallpalast, was auch Palais Branconi genannt wurde und war ein klassizistisches Stadtpalais, das später als Theater genutzt wurde. Auf dem Grundstück östlich angrenzend an das Zerbster Tor befand sich ursprünglich das 1228 erstmals erwähnte Heilige Geisthospital. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau ließ es 1794 in die südliche Stadterweiterung Franzstadt verlegen. Das alte Hospitalgebäude wurde abgerissen. Nach Plänen von Erdmannsdorf, da ist er wieder, wurde 1797 ein Stadtpalais fertiggestellt. Der Bau überließ Fürst Franz seinem Reisemarschall Anton von Branconi. Das sieht das nochmal von der Seite und deswegen heißt es auch Palais Branconi. Nach mehrfachem Besitzwechsel gelang es an Gastwirt Friedrich Bolling, der nach gravierendem Umbau am 20. Februar 1904 das vornehmste Etablissement der Residenz mit Varieté und Theater den Betrieb eröffnete. Da können wir mal reingucken, jetzt ist da nur noch Gras und Büsche. Jedoch meldete er 1906 schon wieder Konkurs an. Die Räumlichkeiten dienten nun noch für Festivitäten und Veranstaltungen. Jetzt können wir auch mal kurz reingucken. Nach der Vernichtung des Hoftheatergebäudes in der Kavalierstraße durch einen Brand 1922 konnte das Ensemble für den Rest der Spielzeit eine zeitweilige Beheimatung im Kristallpalast beanspruchen und damit den Spielbetrieb aufrechterhalten. Ab 1930 war es häufig Schauplatz politischer Auseinandersetzungen. Wie auch im Ersten diente es im Zweiten Weltkrieg als Hilfslazarett und brannte am 7. März 1945 aus. Nachdem Beschädigungen notdürftig behandelt worden waren oder behoben, fand von 1945 bis 1949 der Theatersaal wieder Verwendung. Die Opernpremiere war am 25. Dezember 1945. 1949 übernahm die Konsumgenossenschaft den Betrieb des in vollständig wiederhergestellten Etablissements als vielfältig genutzter Veranstaltungsort. Nach 1990 führte Eigentumsverhältnisse und akute bauliche Mängel zur Schließung. Und 2008 gab es eine Bürgerstiftung zur Revitalisierung des Standortes als Kultur- und Kongresszentrum. 2013 löste sich der Förderverein leider auf. 2015 befasste sich auch das Anhaltische Theater mit der Thematik Kristallpalast in Form eines Theaterstückes. Jetzt habe ich noch vor, euch Bilder zu zeigen vom Kristallpalast. Wie er jetzt von innen aussieht, dass man auch mal ein Bild davon hat, und wie er früher von außen aussah. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause und sage Tschüssi und euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.